Ja, ihr habt schon an dem einleitenden Vers heute Morgen gesehen. Was mich besonders bewegt hat so in dieser Woche, sind natürlich die Angriffe auf Israel. Das ist zwar, ja, man nimmt schon fast einfach nur zur Kenntnis, wenn Raketen abgeschossen werden, nicht? Aber das hat doch Ausmaße angenommen, die einen wirklich doch erschaudern lassen. Ich hatte einige von euch schon informiert über meine Schwester Sandra, die gestern mit einer Schulklasse nach Israel wollte und zum Austausch dahin fliegen wollte und wirklich buchstäblich am Flughafen eine Stunde vorher davon abgehalten wurde, das zu tun. Und tatsächlich wurde der Flug dann auch umgeleitet, nicht? Und das ist interessant, sie erzählte noch, wie sie in Israel diesen Austausch machen wollten und versucht haben, einen Termin zu kriegen auf dem 6. Oktober. Das war nicht möglich. Dann sind sie auf den 5. gegangen, auf den 4. war nicht möglich. Schließlich wurde es auf den 7. gelegt. Das war gestern. Und da wurde es dann abgesagt. Da sieht man mal, wie Gott seine Hand über die hat, die auf ihn vertrauen, nicht? Gott gibt uns genau das, was er in Amos geschrieben hat. Da fällt nicht ein Körnchen auf die Erde. Und wenn wir daran denken, in was für einem Kampf sich Israel gerade befindet, und das wird ja noch viel schlimmere Ausmaße annehmen, das wissen wir, und wir Deutsche hängen da voll mit drin, in Berlin, da laufen Palästinenser rum und verteilen Süßigkeiten, weil sie sich freuen, an die Deutschen, die den Juden so Furchtbares angetan haben. Also schlimmer geht's eigentlich kaum und keiner tut was dagegen, nicht? Und die Gedanken zur Predigt heute, ich muss mich ein bisschen kurz fassen, weil wir schon ein bisschen spät dran sind heute, die hatte ich schon, bevor der Angriff auf Israel kam. Ich dachte an den Kampf, in dem wir stehen. Wenn man dann so Christen anguckt, ja, dann stellt man leider oft fest, die sind wie so Waffensammler, ne? Wisst ihr, was Waffensammler machen? Kennt ihr die? Wir hatten gestern diese Evangelisation in Hamm. Da hatten wir Angler eingeladen über das Internet. War sehr voll, war sehr schön, dass die Stühle fast alle besetzt waren. Fast 110 Stühle hatten sie, glaube ich, stehen. Obwohl noch 10, 15 abgesagt hatten bei mir aus Krankheitsgründen, war es schön voll. Und das war in so einem Schützenhaus. Und ich mich wieder das immer an, wenn ich in so Angelvereine kommen, dann hängen da diese verstaubten Angel, diese Fische, die da so auspräpariert sind. Und da hängen da so ein paar alte Angelruten, das sieht immer alles nicht wirklich schön aus. Und im Schützenhaus, was hängt man da auf? Ja, Orden und Waffen. Waffen, mit denen man halt geschossen hat. Und so kommen mir viele Christen vor. Die sammeln Waffen und hängen die dann in den Schrank. Ja, aber was sagt der Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12? Wirksam. Das ist wirksam, dieses Wort. Ja, ich lese diesen Vers nochmal wörtlich vor. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist. So, und das hängen wir in den Schrank. Das ist nicht gut, ne? Wir müssen mit diesem Schwert, müssen wir kämpfen. Und die Männer des Alten Testamentes, die sollen uns dafür ein Beispiel sein. Es gibt viele spannende Geschichten, die ich als Kind geliebt habe. Spannende Geschichten, wo Männer gekämpft haben. Und dann kommen dann oft Leute an und sagen, siehst du, das ganze Wort Gottes ist voller Brutalität. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das ist tatsächlich so. Aber das sind für uns Bilder. Wir müssen heute nicht mehr mit dem Schwert kämpfen. Wir müssen nicht irgendwelche Menschen schlagen, aber wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Und über diesen Kampf wollen wir ein wenig sprechen heute, indem wir in das Alte Testament gucken, nämlich zu Josua. Und da lese ich schon gleich zu Beginn mal ein paar Verse, die uns deutlich machen, was damals im Fokus stand, als sie das Land, was ihnen heute wieder streitig gemacht wird, und glaubt mir, das dürfen auch alle, die jetzt im Internet zugucken, ja, denen sage ich es ganz klar, dieses Land gehört den Juden und niemand anderem, weil Gott es ihnen zugesagt hat. Amen. Danke dir, Gitti. Wir lesen Josua 1, Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihnen gegeben. So wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang soll eure Grenze sein. Es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein, Josua nämlich. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark
und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei stark und mutig. Bis dahin wollen wir nur lesen. Und dann lese ich euch einen Vers vor aus dem Römerbrief, aus dem Ende des Römerbriefes, Kapitel 15. Das macht uns nochmal deutlich, dass diese Verse für uns heute geschrieben sind. Ja? Paulus schreibt in Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, damit ist das Alte Testament gemeint, ja, das ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Seht ihr, das soll uns Hoffnung machen. Wir sollen nicht aggressiv werden dadurch, sondern wir sollen sehen, das, was Gott im Alten Testament schon angekündigt hat, das gilt auch heute noch für das irdische Volk Israel und im Bild für uns. Denn wir sind auch im Kampf, jeden Tag, nicht? Die Isobel Kuhn, das war eine Missionarin, die hat ein Buch geschrieben, das heißt In der Arena. Oder das hat man über sie geschrieben, ich weiß nicht genau, jedenfalls. Sie hat es immer In der Arena genannt, wenn sie wieder an die Front musste. Wenn sie wieder in den Missionseinsatz ging. Nun, da schlägt man niemanden, nicht? Ich sage es nochmal deutlich, weil uns das ja immer unterstellt wird, die Bibel ist auch nicht besser als der Koran. Das höre ich immer wieder. Diese Menschen haben nichts verstanden. Die haben nicht verstanden, dass das gesamte Alte Testament zu unserer Belehrung geschrieben wurde und dass alles, was da stattfand, zu einer Zeit war, als Gott den Menschen das Gesetz als Spiegel vorgehalten hat. Guck mal, das sind meine Ansprüche, können wir die halten? Und damit die Menschen merken, nee, können wir nicht. Und dann kam der Jesus, Galater 4, Vers 4, als die Fülle der Zeit gekommen war. Übrigens, wann die Fülle der Zeit war, das wissen wir nicht, nicht? Das weiß Gott. Er wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt schicke ich meinen Sohn, jetzt werde ich Mensch und sterbe für die Menschen. Aber wann diese Fülle war, das können wir gar nicht mal sagen. Und der zweite Korintherbrief und auch der Epheserbrief, wir könnten jetzt viele Verse anführen für die Kritiker, die sagen, dass unsere Waffen nicht fleischlich sind. Und dass unser Kampf nicht fleischlich ist, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Und dennoch dürfen wir alle diese Bilder, die wir jetzt gerade gelesen haben, auf uns anwenden. Zum Beispiel, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Was heißt das für uns? Dass wir Deutschland erobern müssen? Ja, das heißt es tatsächlich. Aber nicht demonstrierend oder mit dem Schwert, sondern wir müssen Jesus predigen in Deutschland. Und überall, wo wir es predigen, das gehört uns. Da haben wir die Fußsohle draufgesetzt. Wir sehen es hier schön, nicht? Wie viele hier mittlerweile sind. Selbst wenn wir nur wenige sind wie heute, ist es doch gut besetzt, nicht? Und da sehen wir, dass Gott uns jeden Ort, auf den unsere Fußsohle tritt, das er uns gegeben hat. Und dass Gebete am Ende auch dazu geführt haben, dass wir hier jetzt so viele sein dürfen, nicht? Nun kann man sich fragen, wir kämpfen gegen den Feind. Und da kommt man auch oft so ungläubige Menschen, die sagen, ja, Gott ist dann so der eine und der Teufel ist der andere und die kämpfen gegeneinander, nicht? Gott und der Teufel kämpfen gegen, der Teufel ist der Widersacher Gottes. Vergesst diesen Blödsinn. Der Teufel ist nicht der Widersacher Gottes. Der Teufel ist nicht nur besiegt, er ist ein geschaffenes Wesen. Wie kann ein geschaffenes Wesen der Feind dessen sein, der ohne Anfang und ohne Ende ist? Das ist unmöglich. Wisst ihr, wer der Widersacher vom Teufel ist? Wer der direkte Feind vom Teufel ist? Das Michael, der Erzengel. Der trat nämlich offensichtlich an Satans Stelle, als er verstoßen wurde. Das lesen wir in Judas, Vers 9, dass er Wortwechsel hatte mit dem Teufel. Und in Offenbarung 12, Vers 7, da lesen wir, dass im Himmel ein Kampf stattfinden wird. Michael wird kämpfen und wird den Teufel für alle Zeit aus dem Himmel werfen. Das ist wieder so ein Punkt, wo wir nicht wissen, so wie wir nicht wissen, wann die Fülle der Zeit war. Ich meine, jetzt im Nachhinein wissen wir es natürlich, als der Herr geboren wurde. Aber warum Gott diesen Zeitpunkt ausgewählt hat, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, warum Gott in Offenbarung 12 sagt, so jetzt hat der Teufel keinen Zugang mehr, nicht? Wieder ein Fehler unter Ungläubigen. Der Teufel, der ist in der Hölle und Gott ist im Himmel, nicht? Nein, der Teufel ist im Himmel. Der hat dort Zugang. Er kann über die Erde gehen, wissen wir aus Hiob, nicht? Aber er kann immer noch in den Himmel gehen und uns dort verklagen, Tag und Nacht, sagt die Offenbarung. Der Matze Koch, Gott, hast du das gesehen? Der hat schon wieder einen schmutzigen Gedanken gehabt. Siehst du, das macht er den ganzen Tag.
Und dann schmeißt der Herr mit der Hilfe des Erzengels Michaels und seinen Engel, lest es selber mal zu Hause nach in Offenbarung 12, den Teufel aus dem Himmel raus. Also, der Teufel ist nicht der Feind Gottes. Der Teufel ist unser Feind. Gott könnte ihn mit einem Schnips vernichten. Warum er ihm erlaubt, da noch hinzugehen, das wissen wir nicht. Vielleicht hat er sich ihm in sein Bord gebunden, vielleicht hat er ihm diese Macht gegeben, vielleicht ist es auch nötig für uns. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass der Teufel nach wie vor Zugang zum Himmel hat. Wir haben im Prinzip, das wäre ein neues Predigtthema, nicht? Drei Feinde. Den Teufel, unseren alten Menschen und die Welt. Das sind die drei Feinde, gegen die wir kämpfen. Und da müssen wir unsere Waffenrüstung anziehen. Wieder ein neues Predigtthema. Müssen wir uns vielleicht auch mal mit beschäftigen, mit den einzelnen Teilen der Waffenrüstung. Aber wir wollen uns heute ein wenig mit dem Alten Testament beschäftigen, um zu sehen, was für wichtige Bilder darin sind. Und wir wollen noch mal kurz einige Vorwürfe der Menschen aufgreifen. Gott sei ein brutaler Gott, nicht? Gott hätte keine Gnade. Das ist ein ganz großer Irrtum. Wir werden gleich sehen, dass das ganze Alte Testament auch schon voller Gnade ist. Und ich möchte euch noch einmal einen Vers vorlesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 9. Manchmal fragen sich ja Menschen, warum macht denn Gott sowas? Er sagt, jetzt vertreibt mal diese Nationen. 7 Nationen sind da in Kanaan, das Land habe ich euch gegeben. Vertreibt die Nationen. Warum? Das ist doch ungerecht. Die haben doch gewohnt. Wir lesen es. 5. Mose 9, Vers 4. Da sagt er zu Israel, sprich nicht in deinem Herzen, wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir ausstößt, diese Nationen nämlich. Um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn um der Gottlosigkeit dieser Nationen willen vertreibt der Herr sie vor dir. Nicht um deiner Gerechtigkeit und nicht um der Geradheit deines Herzens willen kommst du hinein, um das Land in Besitz zu nehmen, sondern um der Gottlosigkeit dieser Nationen willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir. Seht ihr, da sehen wir den Grund dafür, warum Gott das tut. Wir lesen noch einen Vers, Kapitel 12, Vers 31. Dem Herrn, deinen Gott, sollst du nicht so tun, denn alles, was für den Herrn ein Greuel ist, den er hasst, haben sie ihren Göttern getan. Denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie ihren Göttern mit Feuer verbrannt. Seht ihr, das ist der Grund, warum Gott sagte, raus hier. Ich gebe das Land meinem Volk und ich werde euch vertreiben, weil sie furchtbare Dinge getan hatten. Ich weiß nicht, ob sich das vorstellen kann überhaupt, sein eigenes Kind bei lebendigem Leib zu verbrennen, nur um die Götter zu besänftigen, die es gar nicht gibt, nicht? Erfundene Götter, um vielleicht eine bessere Ernte zu bekommen. Das ist dieser furchtbare Gedanke aller Nationen, nicht? Die immer wieder glauben, sie müssten irgendwelche Götter besänftigen. Und darum hebt sich auch das Christentum von Religionen ab. Darum ist das Christentum auch keine Religion, nicht? Der Herr war kein Religionsstifter. Sondern wir sehen, dass es ein Plan Gottes war, auf den kein Mensch kommen kann. Welcher Mensch würde sich denn ausdenken, die Geschöpfe fallen in Sünde, Gott kann sie nicht mehr sehen und jetzt beschließt Gott so, jetzt bezahle ich dafür. Ich werde Mensch, damit ich überhaupt sterben kann, denn Gott kann nicht sterben, ich muss Mensch werden, dann sterbe ich freiwillig und bezahle für meine Geschöpfe. Das kann sich kein Mensch ausdenken, nicht? Die Religionen dieser Welt sehen anders aus. Und daran sehen wir, dass dieser Plan Gottes sich abhebt von allen Gedanken dieser Welt. Also, wir sehen, dass Gott die Nationen nicht aus Sadismus vertrieben hat, sondern weil er sie gerichtet hat. Und das passiert uns auch. Glaubt mir, unser gottloses Land wird auch gerichtet. Das wird kommen. Ganz bestimmt. Und dann müssen wir umso mehr am Glauben festhalten. Dann wird der Herr uns auch wie diese Körnchen, die ausgesiebt werden, nicht? Im Amos, was wir eingangs gelesen haben. Das hat Teufel übrigens, nicht? Der Teufel sichtet. Das Wort sichten ist ein altes Wort. Das kennen viele gar nicht mehr. Sichten heißt nicht hier gucken, ne? Sondern sichten heißt aussortieren. Das ist so ein Sieb, der wird geschüttelt. Ja? Oder die Spreu wird nach oben geworfen, dann bläst der Wind sie weg. Das ist sichten. Etwas aussortieren. Und Gott wird dafür sorgen, dass die Körner, von denen Dieter uns heute Morgen gelesen hat, die die Frucht des einmal gestorbenen Weizenkorns sind, dass die bewahrt bleiben, nicht? Dass die bei dem Herrn bleiben. Und das dürfen wir sein, diese Körner. Jetzt kommt noch eine Frage. Warum hat Gott ihnen das ganze Land nicht einfach
mit einem Fingerschnippen gegeben. Ich sage euch, das Land gehört euch, alle Nationen fallen tot um und damit ist die Sache erledigt. Kann man auch machen, oder? Das hat Gott mal gemacht, bei Hiskia. Der wurde belagert. Und da betet Hiskia. Und was passiert? Muss er kämpfen? Nee, am nächsten Morgen stehen die auf und da liegen 185.000 Tote von ihren Feinden. 185.000 Tote. Wir würden es vielleicht heute irgendwie erklären können mit einer Lebensmittelvergiftung, einem Virus, was weiß ich. Nicht? Kann man vielleicht medizinisch erklären, aber spielt keine Rolle. Gott hat die einfach alle sterben lassen. In einer Nacht, da lagen die alle tot. Hätte er auch tun können. Auch im Land Kanaan, oder? Nein? Gott gibt dafür auch einen Grund an, warum er das nicht tut. 2. Mose 23, schlag das nochmal auf. Damit wir genau Gottes Handeln verstehen, warum er so vorgeht, wie er Israel das Stück für Stück in Besitz nehmen ließ. 2. Mose 23, Vers 29. Nicht in einem, das einem ist bei mir kursiv gedruckt, das wird betont, nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit nicht das Land eine Wüste werde und die Tiere des Feldes sich gegen dich vermehren. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du fruchtbar bist und das Land besitzt. Seht ihr, das ist der Grund. Sie waren viel zu klein für dieses Land. Das war ein kleines Volk, vielleicht so 1,2, 1,5 Millionen Israeliten. Das war zu klein. Das Land war zu groß für diese Menschen. Da sagt Gott, wenn ihr euch vermehrt habt, dann habt ihr das ganze Land. Ja? Darum stückweise. Und was wir daraus auch lernen, ist Geduld. So oft mein Gebet. Kennt ihr schon, ne? Herr, gib mir Geduld, und zwar möglichst sofort. Nein, Geduld erfordert auch wirklich Ausharren, nicht? Dass man auch mit einem Blick auf die Dinge, auf den Herrn sieht, dann sieht man, dass der Herr dann auch genau das tut, was er angekündigt hat. Also er hat sie nicht schnell vertrieben, sondern es ist auch für uns, das ist wieder das Bild, was für uns da drin steckt, nicht? Manche wünschen sich das auch so, ne? Schnipp, dann predigt einer und bums, dann gibt es eine Erweckung in Deutschland und 5 Millionen Leute bekehren sich. Ja, das wäre schön, kein Zweifel. Aber Gott tut das nicht, sondern wir müssen uns das stückweise erarbeiten, so wie es damals auch war. Stückweise, weil wir wahrscheinlich mit dieser Masse gar nicht fertig werden würden, nicht? Die alle geistlich zu versorgen. Also jeden Schritt, wohin wir unsere Fußsohle setzen, Josua 1, der gehört uns. Das ist damit gemeint. Dieser geistliche Kampf, dass wir unser Schritt immer weiter in Bereiche setzen, in denen das Wort Gottes noch nicht gehört wurde. Und jetzt machen wir noch einen kurzen Ausflug. Und zwar gucken wir uns mal an, ob denn tatsächlich in Gottes Wort denn die Gnade schon galt im Alten Testament. Das Alte Testament ist ja ganz böse, voller Mord und Totschlag. Und ich sag's nochmal, ja, das war aber, weil die Menschen böse waren, nicht? Und manchmal muss Gott dann auch richten. Das wirkt dann wieder böse. Ja, aber Gott muss das tun. Und darum ist das Alte Testament voll von so viel Blutvergießen. Aber dass die Gnade auch im Alten Testament ein göttliches Prinzip war, ja, das sehen wir auch an vielen Stellen. Und ich möchte nur mal eine aufschlagen, und zwar in 4. Mose 23. Da lesen wir einen ganz verrückten Vers, der dort gesagt wird von Bileam. Das sagt Gott selber quasi. 4. Mose 23, Vers 21. Da heißt es, er, Gott nämlich, er erblickt keine Ungerechtigkeit in Jakob und sieht kein Unrecht in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm. Was ist daran so verrückt an diesem Vers? Nun, blättert mal zurück in Kapitel 21. Da sehen wir was ganz anderes. Da sehen wir nämlich 21, Vers 4, und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Geduld. Habt ihr gehört? Geduld. Ungeduldig. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten rausgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Da ist kein Brot, kein Wasser und unsere Seele ekelt sich vor dieser elenden Speise. Da ist das Manna mit gemeint, nicht? Das, was Gott regnen ließ. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk. Moment mal, haben wir nicht gerade gelesen, ich erblicke keine Ungerechtigkeit in Israel? Haben wir doch gerade gelesen, oder? Kurz später. Wie kann das sein? Nun,
Die Lösung steht in Vers 9. 4. Mose 21, Vers 9. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer, auf Anordnung Gottes natürlich, und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn jemand eine Schlange gebissen hatte, so schaute er auf die Schlange aus Kupfer und blieb am Leben. Seht ihr, zwischen der Sünde des Volkes und der Aussage Gottes, ich sehe keine Ungerechtigkeit, ist die eherne Schlange, die kupferne Schlange. Und das ist ein Bild für den Herrn Jesus. Sie hatten gesündigt, die Schlange ist dazwischen und Gott sagt, ich sehe keine Ungerechtigkeit. Seht ihr, dass das Prinzip der Gnade und der Vergebung im Alten Testament genauso zu finden ist wie im Neuen? Es ist halt noch nicht umsetzbar, weil der Herr noch nicht gestorben war. Aber die Vorschattungen sehen wir schon, nicht? Vergebung durch den Blick auf die Schlange, die am Kreuz gerichtet wurde, nicht? Die der Herr Jesus am Kreuz quasi besiegt hat. Ich gebe euch noch ein Beispiel. 5. Mose 4. Wir müssen mal ein bisschen blättern heute. Ihr kennt das ja. Das ist auch wichtig, dass wir in Gottes Wort blättern, damit ihr möglichst nicht auf mich guckt, nicht? Also 5. Mose 4, Vers 7. Denn welche große Nation gibt es, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? So, jetzt guckt mal in Epheser 2, Vers 13, dann sehen wir, dass Gott uns nah ist. Er ist uns in dem Herrn Jesus nah geworden. Wieder im Prinzip, was im Alten und im Neuen Testament genau das Gleiche ist. Wir könnten weitermachen, zum Beispiel mit dem Wort Vater. Lass uns noch einen Vers aufschlagen. Wir sind ja schon im 5. Buch Mose. Schlag mal Kapitel 32 auf. Vers 6. Da sehen wir noch was, was viele Christen sich so gar nicht vorstellen können, weil die sagen, wir können den Herrn erst seit dem Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus Vater nennen. Und ich erinnere immer wieder an meinen lieben und geschätzten Bruder Michael Stahl, nicht? Der das Wort Abba für Papi wirklich wörtlich nennt und tatsächlich den Herrn in seinen Gebeten auch mit mein Papi anspricht. Das dürfen wir wirklich tun. Das ist unglaublich, nicht? Abba heißt Vati oder Papi. Und wir lesen in 5. Mose 32 in Vers 6. Vergeltet ihr so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich erkauft hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Seht ihr? Schon im Alten Testament, da gibt es noch 4, 5, 6 weitere Verse, wird Gott der Vater genannt. Obwohl er das in seiner Vollkommenheit erst durch den Herrn Jesus für uns wurde, nicht? Damals hatte das noch eine mehr metaphorische Bedeutung. Trotzdem wird auch das schon hier vorgeschattet, dass Gott unser Vater ist. Das, was die Pharisäer dem Herrn vorwarfen später, nicht? Dieter hat es heute Morgen gelesen, wie schnell die Angriffe kamen durch eine Totenauferweckung. Nicht? Und dann nennt er einmal Gott seinen Vater. Und dann heißt es auch einmal im Johannesevangelium, dass sie ihn töten wollten. Nicht allein, weil er Jesus war, sondern weil er Gott seinen Vater nannte. Und hier im Alten Testament sehen wir es. Ihr dürft Gott euren Vater nennen. Nicht? Hatten Sie die Verse denn nicht gelesen? Und jetzt lesen wir noch einen Vers, der so ein bisschen was zeigen soll in Bezug auf unsere Zeit, ganz aktuell, auch in Bezug auf Ungerechtigkeiten Gottes, ja, der vermutlich ungerecht ist. Eine ganz brutale und sadistische Sache, die wir lesen in 2. Mose 21. Und wir haben ja heute in unserer Zeit die Tiere an eine ganz, ganz hohe Stelle gesetzt, nicht? Teilweise über die Menschen, nicht? Da wird der Mensch über das Tier gesetzt. Und da gibt es einen interessanten Vers in 2. Mose 21, Vers 28. Und wenn ein Ochse einen Mann oder eine Frau stößt, dass sie sterben, so soll der Ochse gewiss gesteinigt und sein Fleisch nicht gegessen werden. Also hier haben wir ein Prinzip der Gerechtigkeit. Ich las in der letzten Woche eine Meldung. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Da war eine Frau spazieren mit ihrem American Staffordshire. Das ist so ein gefährlicher Hund. Und dann trafen die auf eine Joggerin. Ich meine, die war irgendwie 60 Jahre alt. Und dann hat der Hund die Joggerin angefallen und totgebissen. Das machen die in Sekundenschnelle. Und dann wurde der Hund konfisziert. Der wird wahrscheinlich irgendwie in ein Tierheim gesteckt, vielleicht umerzogen. Was sagt Gottes Wort, wenn sowas passiert? Tötet das Tier. Warum? Ist Gott sadistisch? Nein, Gott weiß ganz genau, wenn ein Tier einmal solche Gene hat, dann bleibt das eine Gefahr. Dann muss das weg. Das ist ein Bild für die Sünde, die immer mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden muss. Ja?
Und wenn ein Tier mal sowas getan hat, dann muss das Tier getötet oder von mir aus in unserem heutigen Jargon eingeschläfert werden. Es muss aber weg. Die Gene dürfen sich nicht vermehren, denn dann wird wieder so ein Tier entstehen. Wenn ein Ochse aggressiv ist, dass er einen Bauern getötet hat oder einen Knecht, wie es hier heißt, dann musste er getötet werden, gesteinigt sogar, nicht? Das macht deutlich, wie sehr Gott richtet. Und dann hinterher wird noch genauer erklärt, wenn der Besitzer das schon wusste, ja, dann war der auch verantwortlich. Er war nicht verantwortlich, wenn er es nicht wusste. Aber wenn er es wusste, dann war der Besitzer mitverantwortlich und wurde mitgestraft, nicht? Also, das ist die Gerechtigkeit Gottes, die wir im Alten Testament sehen. Und jetzt kommen wir zum Kampf zurück im Buch Josua. Da wollen wir uns noch kurz an ein paar Stellen angucken. Wir müssen das vielleicht beim nächsten Mal fortsetzen, weil wir schon spät dran sind heute. Wollen wir es wirklich ein bisschen kürzer machen. Aber in Josua 10, da sehen wir einen erfolgreichen Kampf. Josua 10, Vers 28. Und Josua nahm an jenem Tag Makkeda ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes, und seinen König, die Stadt und alle Seelen, die darin waren, verbannte er. Er ließ keinen Entronnenen übrig, und er tat dem König von Makkeda so, wie er dem König von Jericho getan hatte. Er hat ihn nämlich getötet. Es gibt noch viele Verse, die wir jetzt ausschlagen könnten zum Richten über andere Völker. Ich habe euch ja erklärt, warum Gott das tut, weil sie gottlos waren, weil sie ihre eigenen Kinder ihren Götzen geopfert hatten. Ja, aber man kann sich natürlich fragen, ja, wieso alles? Wieso ließ er keinen Entronnenen? Was ist mit den Kindern? Hatte Gott kein Mitleid mit den Kindern? Nun, das ist ganz ähnlich wie bei den Tieren. Die Kinder würden wieder die Gepflogenheiten der Eltern annehmen. Und wenn die Kinder getötet werden, so brutal das klingen mag, dann weiß Gott eins, sie sind bei mir. Ja, die sind bei mir. Das sagt der Herr Jesus später selber. Die Kinder sind bei mir, solange sie nicht rechts von links unterscheiden können, solange die Kinder nicht in der Verantwortung stehen, gehört ihnen das Reich Gottes. Wir müssen es also so sehen, Gott nimmt die Kinder zu sich, nicht? Das ist das Beste quasi, was passieren konnte. Und in diesem Kampf stehen auch wir, dass wir uns nicht unterkriegen lassen müssen von Menschen, die so ein Kuschelchristentum predigen. Dies darfst du nicht und das darfst du nicht. Ich empfehle euch wärmstens die Predigt vom Bruder Tobias Riemenschneider, Jesus und Politik. Hat vielleicht schon einer gesehen von euch? Wenn nicht, dann guckt es euch unbedingt an. Vorgestern veröffentlicht, eine der schönsten Predigten der letzten Jahre, die ich gehört habe. So glasklar, super, ich sehe schon. Ja, sehr gerne. Eine wirklich wertvolle Predigt. Du, es ist unglaublich, wie er das biblisch begründet, dass Christen politisch auch aktiv sein müssen. Würde ich jetzt nicht gleich unterschreiben, aber auf jeden Fall müssen sie eine Meinung haben und Gottes Wort dagegen stellen. Denn er sagt auch ganz klar, wer soll es den Regierenden denn sonst sagen? Nicht? Wenn wir nicht sagen, das ist gegen Gottes Wort. Und er bezieht sich hauptsächlich gegen die Abtreibung. Darum komme ich darauf, weil die Abtreibung eine der furchtbarsten Sünden unserer Zeit ist. Nicht? Nun gibt es aber noch weitere Probleme. Wir lesen mal in Vers 11, in Kapitel 11 weiter. Da haben wir gerade noch aufgeschlagen. Und es geschah, Kapitel 11, Josua, Vers 1, und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, da sandte er zu Jobab, dem König von Madon, und zum König von Shimon und zum König von Afschaf und zu den Königen, die nördlich vom Gebirge waren und in der Ebene südlich von Kinneroth und in der Niederung und im Hügelgebiet, von Dor im Westen zu den Kanaanitern im Osten und im Westen zu den Amoritern und zu den Hethitern und Perisitern und Jebusitern im Gebirge und zu den Hevitern am Fluss des Hermon im Land Mizpah, und sie zogen aus, sie und alle Lager mit ihnen, ein großes Volk. Was will ich euch damit sagen? Wisst ihr, was hier passiert? Hier tun sich alle Feinde Israels zusammen. Die sehen, die nehmen unser Land immer mehr ein. Was machen die natürlicherweise? Die schließen sich alle zusammen. Guck mal, was heute passiert. Alle schließen sich zusammen gegen den Glauben an den lebendigen Gott, an den Herrn Jesus Christus. Sie schließen sich zusammen. Wir haben es hier gesehen in der Schule. Behörden, Politik, alle arbeiten zusammen und verhindern, dass hier eine christliche Schule entsteht. Wie es hier weitergeht, wissen wir ja noch nicht. Wir werden euch ja noch ein paar Worte dazu sagen übrigens. Aber wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, die Feinde schließen sich zusammen. Was sagt der Herr uns? Vers 6. Da sprach der Herr zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen vor Israel hingeben. Seht ihr, wenn die Feinde sich zusammentun und eine Übermacht werden, dann brauchen wir gar nicht mehr zu kämpfen. Dann kämpft Gott für uns. Das haben wir auch gesehen, nicht?
wie Gott für uns kämpft. Und er wird es weiter tun. Und Gott kämpft tatsächlich dann für Josua. Sie müssen auch arbeiten, nicht? Sie müssen auch hinziehen, natürlich. Aber Gott ist dann mit ihnen, nicht? Also wir dürfen nie faul werden, ne? Das ist ganz gefährlich. Und damit ich jetzt schnell zum Schluss kommen kann, lesen wir noch ein kurzes Wort über die Faulheit. In Kapitel 18, da ist der Josua, das lesen wir schon in Kapitel 13, alt geworden. Und in Kapitel 18, da sagt Josua was sehr, sehr Ernstes zu seinem Volk. Kapitel 18, Vers 3. Da sprach Josua zu den Kindern Israel: Wie lange werdet ihr euch lässig zeigen, hinzugehen, das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat? Was war passiert? Sie hatten jemand aufgehört. Ja, wir haben einen großen Teil eingenommen. Gott, schönes Land, Gott hat recht gehabt, Milch und Honig, alles gut. Aber da war noch jede Menge da, was war noch gar nicht eingenommen worden. Und was passiert dann? Wenn die Christen stehen bleiben an ihrem Ort und nicht weiter das Evangelium predigen und nicht weiter rausgehen an die Menschen und sagen, ihr müsst euch bekehren, wisst ihr, was dann passiert? Dann mehrt sich die Gottlosigkeit gegen die Christen. Und das ist das, was dann passiert. Dann werden die Nationen wieder stärker. Und das müssen wir verhindern. Und darum müssen wir raus. Und darum müssen wir Zeugen sein. Und darum müssen wir den Herrn Jesus bekennen. In der Politik, in unserem Alltag, in der Schule, im Haushalt, am Arbeitsplatz, überall. Das ist unser Kampf. Jeder Fußbreit, wo wir hintreten, gehört uns. Es gibt auch Feinde, die uns Angst machen. Vielleicht setzen wir diese Predigt einfach beim nächsten Mal fort, als noch viele Dinge aus dem Buch Josua gibt, die wir uns da ansehen können. Aber es gibt im Buch Josua auch einmal die Enakim, die Riesen. Was machst du, wenn du so einem Riesen gegenüberstehst? Da kannst du nicht sagen, jetzt habe ich einen Plan. Da kannst du nur sagen, Gott, hilf mir. Wie man im Vertrauen auf Gott handelt, hat David gezeigt, nicht? Der zu Goliath ging und sagte, der lebendige Gott wird mir helfen, nicht? Er hat mir geholfen. Er hat nicht gesagt, ich habe den Bären und den Löwen besiegt als Hirte, sondern der Herr hat mir dabei geholfen. Als Hirte hat er den Löwen, er hat sogar den Bären an seinem Bart gepackt. Ich weiß nicht, ob man so einen Bären am Bart packen kann, das muss ja unglaublich sein. Das sind ja riesige Tiere, aber er hat das im Vertrauen auf Gott getan. Und jetzt kommen diese Riesen, die stellen sich dahin, nicht? Und es gibt eiserne Wagen, wir sehen uns das vielleicht beim nächsten Mal an. Die Riesen, da will ich noch ein Wort zu sagen. Die Riesen, das ist das, was aus unserem Leben übermächtig wirkt. Stellt euch vor, ihr habt eine Prüfung vor euch. Oder ihr fangt einen neuen Arbeitsplatz, eine neue Arbeitsstelle. Das können mal Riesen sein, die uns Angst machen. Ich habe auch so einen Riesen in dieser Woche. Antje begrüßte mich mit den Worten, bist du dir sicher, dass du nicht zu viel tust, nicht? Weil ich gestern wieder bei der Evangelisation war den ganzen Tag. Ja, manchmal geht das wirklich an die Grenzen der Kräfte. Aber in der nächsten Woche muss ich eine Beerdigung machen von einem kleinen Kind. Das ist allerdings noch gar nicht geboren worden. Aber kurz vor der Entbindung waren plötzlich keine Herztöne mehr da. Und die Eltern möchten es bestatten. Das ist ein Riese für mich. Habe ich noch nie gemacht. Da kannst du nicht sagen, ja, okay, mache ich. Ja, natürlich sagst du, okay, mache ich, weil die sich das wünschen. Und die Eltern schrieben sogar, du bist der Einzige, von dem wir es uns vorstellen können, der unsere Tochter Rahel beerdigt. Meine Enkeltochter heißt auch so. Das ist ein Riese, nicht? Könnt ihr auch kämpfen, beten. Aber was passiert bei dem Riesen? Da kommt ein Mann. Kaleb. Der bei den Kundschaftern war. Der das Land ausgekundschaftet hatte. Und der den Mut hatte, dem Volk zu sagen, hört nicht auf die anderen, das Land ist gut. Wir werden da reingehen. Die anderen hatten ein übles Gerücht verbreitet. Und Kaleb sagte, wir werden da reingehen. Und dieser Kaleb, der sagt, da sind Riesen, ich will es einnehmen. Kommen wir noch zu, vielleicht beim nächsten Mal. Kaleb nimmt es ein. Seht ihr, wenn wir auf den Herrn vertrauen, dann können wir alles schaffen. Wir können einmal jeden Fußbreit einnehmen. Wir können zum Zweiten gegen den Zusammenschluss unserer Feinde kämpfen. Wir können zum Dritten die Riesen besiegen und was wir beim nächsten Mal noch sehen werden und verschiedene Dinge weitere, wenn wir Feinde unterschätzen. Oder wir können auch gegen eiserne Wagen an, das sind die Panzerungen unserer Zeit, gegen die du nicht mehr ankommst. Wir können das, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Aber vergessen wir eins niemals. Diese Bilder des Alten Testamentes, sie sind für uns wichtig, damit wir sehen,
Wir haben genau den gleichen Kampf auszuführen, nur in geistlicher Weise. Wir haben genauso Schritt für Schritt das Land in Besitz zu nehmen und jeden Fußtritt, das ist die Zusage Gottes, auf den wir unseren Fuß setzen, das gehört uns. Das heißt, wo wir den Herrn bekannt haben, da haben wir unseren Job gemacht. Das hakt Gott quasi als eingenommenes Land ab. Lasst uns also darauf vertrauen, dass unser Herr mit uns ist und dass wir nicht zu Waffensammlern werden, die das einzige Waffenstück, was wir haben, Gottes Wort, an die Wand hängen und immer fleißig in der Gemeinde putzen und ganz stolz drauf sind, aber in der Woche gar nicht zum Einsatz bringen. Denn das hier ist unser Kampf. Amen.